Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Wasserburger, ich darf Sie wieder recht herzlich zu den Videonachrichten der Wasserburger Stimme begrüßen. Von uns bekommen Sie an dieser Stelle jeden Freitag einen Ausblick auf das Wochenende und die kommende Woche in Stadt- und Altlandkreis. Mein Name ist Jan Fromm und hier bitte ist unser Überblick. Bilanz bei den Roten. Der FC Bayern Fanclub Roter Turm Wasserburg hält am heutigen Freitag um 19.30 Uhr im Clublokal seine Jahreshauptversammlung ab. Auf der Tagesordnung stehen die Berichte der Vorstandschaft sowie ein Ausblick auf 2016. Themen sind auch geplante Fahrten in die Allianz Arena und die neuerliche Erhöhung der TV-Gebühren für Live-Übertragungen. Fähnrich Andreas Weber berichtet über die neue Homepage. Ein musikalischer Beitrag zum Frieden in der Welt. Mit Bachs Konzert für Oboe und Violine, BWV 1060, überreicht das Bach-Kollegium Wasserburg dem Bach-Chor einen musikalischen Blumenstrauß zu seinem 30-jährigen Bestehen. Die beiden Konzerte finden jeweils um 19 Uhr statt, am Samstag, 28. November, im Wasserburger Rathaussaal und am Sonntag, dem 29. November, in der Klosterkirche Au am Inn. Die Leitung hat Angelika Heder-Losil. Karten gibt's im Vorverkauf. Von handgefärbten Strickgarnen bis Künstlerbeeren. An diesem Sonntag, dem 22. November, findet um 13 Uhr im Betreuungszentrum Wasserburg, Anton-Woger-Straße 1, wieder der beliebte Hobbykünstlermarkt und Weihnachtsbasar statt. Es werden verschiedenste Dekorationen für die Advents- und Weihnachtszeit und auch Weihnachtskarten angeboten. Schöne Geschenkideen warten, Perlenschmuck, handgestricktes Holzarbeiten, handgefärbte Strickgarne, Künstlerbeeren sowie Taschen und Täschchen und vieles mehr. Für die Kinder gibt es eine Weihnachtsbäckerei und zur Stärkung im Café ein großes Buffet mit hausgemachten Kuchen und Torten. Ein facettenreiches Programm. Das Herbstkonzert der Trachtenblaskapelle Ramsau findet jährlich am Freitag und Samstag vor dem ersten Advent im Haager Bürgersaal statt. Heuer bereitete sich die Kapelle unter anderem Ende Oktober eigens bei einem Probenwochenende in Agatharied auf das Konzert vor. Es entstand ein sehr facettenreiches Programm, das von Operettenmelodien von Emmerich Gallmann bis hin zu französischen Chansons viele musikalische Stilrichtungen umfasst. Das Konzert am Freitag, 27. November, eröffnen um 20 Uhr die Ramsauer Jungbläser, am Samstag, dem 28. November, dann die Jugendblaskapelle Ramsau. Sing for Lara in der Pfarrkirche. Bereits zum vierten Mal organisiert die Unterreiterband Born Wild zusammen mit Musikerfreunden aus der Umgebung ein Benefizkonzert. Dieses findet am Samstag, 19. Dezember, in der Pfarrkirche Wangen statt. Beginn ist ab 19.30 Uhr und der Eintritt ist frei. Die Einnahmen der letzten Benefizveranstaltungen der Band wurden gebündelt an die Kinderkrebshilfe und an die an schweren epileptischen Anfällen leidende Lisa gespendet. Dieses Jahr gehen die kompletten Einnahmen des Konzerts an die vierjährige schwer erkrankte Lara. Es ist wieder soweit. Vom morgigen Samstag bis zum 23. Dezember sammeln die Johanniter bayernweit Päckchen für bedürftige Kinder, Jugendliche, alte Menschen und Menschen mit Behinderung in Albanien, Bosnien und Rumänien. Seit über 20 Jahren tragen die Pakete der Johanniter Weihnachtstrucker dazu bei, die größte Not der Menschen in Südosteuropa ein wenig zu lindern und ein Zeichen der Solidarität und der Hoffnung zu setzen. Informationen zu den einzelnen Sammelstellen und zum Spendenkonto gibt es online unter www.johanniter-weihnachtstracker.de.
So viel, meine Damen und Herren, zu den Terminen am Wochenende. Hier nun der Blick auf das Wetter. Der Winter kommt. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag könnte es bis in die Niederungen schneien, melden die Wetterexperten. Die Temperaturen sinken auf 6 bis 2 Grad tagsüber, nachts sogar unter den Gefrierpunkt. Wer jetzt noch keine Winterreifen am Auto hat, der sollte sich beeilen. Die Wasserburger Stimme, unser ganzes Team, wünscht Ihnen ein schönes Wochenende und eine angenehme Woche. Bis nächsten Freitag.